Ihretwegen will Frau Reisiger ihr gesamtes Vermögen verschenken. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber Luisa weiß, was sie tut. Ja, offensichtlich nicht. Sonst hätte sie niemals in diesen unsinnigen Vorschlag eingewilligt. Allerdings habe ich mich gerade mit Werner Saalfeld getroffen. Wir reden über mein Vermögen. Okay, dann will ich dich nicht weiter stören. Wir sehen uns später. Im Hotel? Liebe dich. Ich dich auch. Weil ich keinen Bock habe, mit meinem Vater in einer WG zu wohnen? Nils hat gesagt, er hat mit dir gesprochen. Und er meinte, dass du nichts dagegen hast. Ja, das habe ich doch nur gesagt, um ihn nicht zu beleidigen. Darf ich dich daran erinnern, dass ich genauso im Mietvertrag stehe wie du? Das weiß ich. Wenn du und deine Diva eine Wohnung braucht, dann sucht euch gefälligst eine. Ich ziehe auf keinen Fall aus. Sebastian! Immer Männer könnten mit sowas besser umgehen. Er fühlt sich nun mal wohl in der Scheune. Und wer zieht schon gerne aus? Du hast keinen blassen Schimmer, wovon ich rede, oder? Ihr wohnt seit einer Ewigkeit zusammen. Ihr versteht euch. Und ihr habt so einiges miteinander durchgemacht. Und ich erspare uns hier die Details. Ja, vielen Dank. Und jetzt komme ich daher. Und er spielt plötzlich nur noch eine Nebenrolle. Ach, du meinst doch nicht, dass André... Er ist eifersüchtig. Ach, so ein Blödsinn. Nein, ich will nur einfach nicht, dass... Ich will ihn nicht verletzen. Und deswegen müssen wir versuchen, eine Lösung zu finden. Du willst jetzt, dass er weiterhin in der Scheune wohnt? Theoretisch können auch wir beide uns was Neues suchen. Also zumindest können wir uns ja mal umschauen. Nur weil er so ein Sensibelchen ist und den sterbenden Schwan spielt? Könntest du nicht versuchen, wenigstens ein bisschen Rücksicht auf ihn zu nehmen? Ja, und wer nimmt Rücksicht auf mich? Ja, Entschuldigung, aber dein Ex-Ehemann, der darf ruhig mal langsam lernen, dass nicht immer alle nach seiner Pfeife tanzen. Ich muss ins Krankenhaus, leider. Bis später, ja? Alles eingeräumt. Mhm. Scheint so, als käme ich von diesem Haus ja nicht weg. Früher, da habe ich eine Etage tiefer gewohnt. Mit deiner Frau. Sabrina hätte dir gefallen. Ihr hättet euch bestimmt gut verstanden. Könnte sein. Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank.
Also, kann sein, dass wir manchmal ein bisschen lauter sind und ich höre gern Rockmusik. Mein Schlagzeug wollte ich auch bald wieder aufbauen. Ja, kein Problem, gut. Ja, also Tina und ich sind halt eine andere Generation. Für einen anderen Lifestyle und so. Oh, du tust gerade so, als wäre ich ein alter Knacker. Wir zwei, wir haben doch auch schon ordentlich einen drauf gemacht, oder? Und mit Sabrina, oh Gott, was wir früher Partys gefeiert haben. Dich muss doch hier eigentlich alles an deine verstorbene Frau erinnern. Und das kleine Zimmer, da wird man doch depressiv, oder? Nein, das ist gemütlich. Ich fühle mich hier richtig wohl, glaube ich. Wie du meinst. Keine Sorge. Mit väterlichen Ratschlägen halte ich mich natürlich zurück. Ich wollte dich nur vorwarnen. Von dir. Bist du da heute Abend? Wieso? Ja, ich gebe mal einen Einstand. Das muss doch nicht sein. Doch, klar. Ein kleines Essen, Rotwein, Rockmusik. Ich lade auch ein paar Nachbarn ein. Also gut, meinetwegen. Du bist 10. Dein Lifestyle ändert sich durch mich in keinster Weise. Wegener, was machen Sie denn für Sachen? Dass sich niemand beschweren mit mir würde, ist langweilig. Was ist denn passiert? Keine Ahnung, bin am Seeufer zusammengebrochen, kann mich an nichts erinnern. Möglicherweise Unterzuckerung? Haben Sie zu wenig gegessen? Längere Zeit nichts getrunken? Ganz normal. Ist doch kein Marbus-Geiger-Rückfall. Hat es sich so angefühlt? Plötzlich schwarz vor Augen, stechender Schmerz. Wo war der Schmerz? Weiß ich nicht. Herr Wegener, ich bin davon überzeugt, dass bei Ihnen die Krankheit überwunden ist. Aber zur Sicherheit checken wir natürlich Ihre Blutwerte. Vorher möchte ich Sie noch abhören. Gut. Wenn Sie sich bitte aufrichten. Was ist das? Eine Hautrötung. Was könnte das sein? Das muss ich erst untersuchen. Vielleicht hat das mit Ihrem Zusammenbruch zu tun. Die Gäste aus der Sissi Suite feiern heute Hochzeitstag. Würden Sie bitte den Pavillon ein bisschen romantischer herrichten? Ja? Selbstverständlich, Frau Saalfeld. Vielen Dank. Bringen Sie mir auch sowas? Gerne. Luisa hat gerade aus dem Krankenhaus angerufen. Sebastian Wegener hatte wohl einen Schwächeanfall. Seine Krankheit wieder zurück? Ich weiß es nicht. Es gibt noch keine Untersuchungsergebnisse. Was ist denn los? Wieso? Was soll los sein? Du wirkst eher genervt als besorgt. Ach, dieser Kerl ist eine einzige Plage. Er ist der Freund deiner Tochter. Ja, leider. Jetzt hat er ihr diese idiotische Idee in den Kopf gesetzt. Sag nicht, du wusstest davon? Dass sie ihr Vermögen verschenken will? Das glaube ich jetzt nicht. Werner hat mir davon erzählt. Weil möglicherweise ein Teil ihres Geldes meiner Stiftung zugutekommen soll. Und da hältst du es nicht für nötig, mich darüber zu informieren? Wir haben heute Morgen noch drüber gesprochen. Dass du mir eiskalt ins Gesicht gelogen. Charlotte, ich bin dein Mann. Luisa ist meine Tochter. Wenn das jemand erfahren sollte, dann doch wohl ich. Werner hat mich um Stillschweigen gebeten. Ist ja interessant, den du dich offensichtlich mehr verpflichtet fühlst. Vielen Dank. Wollen Sie warten, bis Frau Reisiger hier ist? Ich würde gerne anfangen. Also, Ihre Blutwerte sind vollkommen in Ordnung. Kein Morbus-Geiger-Rückfall? Nein. In diesem Fall können wir tatsächlich Entwarnung geben. Allerdings hat sich mein Verdacht in andere Richtung bestätigt.
Ihre Rötungen am Nacken sind Verbrennungen. Wo soll die denn herkommen? Sagen Sie schon. Von einem Elektroschocker. Die Spuren sind eindeutig. Und in diesem Fall bin ich auch verpflichtet, die Polizei zu verständigen. Das würde ja bedeuten, jemand hat es auf mich abgesehen. Anscheinend hat jemand versucht, sie umzubringen. Wieso ist dieser dürre Kerl so zäh? Ja, der uns ruhig den kleinen Gefallen tun können und ein bisschen zu viel Seewasser schlucken. Also bitte ein bisschen mehr Mitgefühl. Wünschst du Wegner ernsthaft den Tod? Das habe ich so nicht gesagt. Aber dieser kleine Schicksalsschlag wäre genau zur richtigen Zeit gekommen. Dann hätte Luisa bestimmt noch mal darüber nachgedacht, ob sie ihr gesamtes Vermögen spendet. Schon merkwürdig, dass Wegner diesen Unfall genau dann hat, wenn er uns in die Quere kommt. Tja, als hätte eine höhere Macht die Finger im Spiel. Was ist, wenn die Polizei jetzt auf unseren Plan aufmerksam wird? Das weiß doch niemand davon, außer Alina und uns beiden. Gehst du erstmal eine Runde schwimmen. Mama? War Wegners Zusammenbruch wirklich nur Zufall? Also sag mal. Glaubst du, ich hätte was damit zu tun? Natürlich nicht. Dass die Polizei hier so schnell auftaucht, hätte ich auch nicht gedacht. Das müssen Sie ja beim Mordverdacht. Denkst du, du warst einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder gibt es irgendjemand, der dir was will hier? Der es auf mich abgesehen hat. Ja. Gruselige Vorstellung. Ich hätte den Beamten gern mehr geholfen, aber ich habe nur dich am See gesehen. Da war sonst niemand. Und sonst haben Sie nichts gefragt? Nein, wieso? Über deinen Vater zum Beispiel? Was hat denn Friedrich damit zu tun? Sag. Bevor ich zum See aufgebrochen bin, hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit ihm. Gut, und worüber? Ah, über mein Erbe, weil ich es weggeben will. Er wollte mir 100.000 Euro bieten, dass ich vom Fürstenhof verschwinde. Dass ich dich verlasse. Was? Aber was hätte er davon? Denkst du, er freut sich darüber, dass du dein Erbe ausschlägst, meinetwegen? Das ist bestimmt nur ein Missverständnis. Hast du das der Polizei auch so gesagt? Ja, das musste ich doch. Auch dass Friedrich Stahl alles andere als glücklich ist, dass ich sein Angebot ausgeschlagen habe. Meinst du, er war es, der dich angegriffen hat? Wer sonst? Tina kommt auch gleich. Und dann legen wir los. Ja. Ich brauche noch ein Bild für mein Zimmer. Was meinst du?
Lieber was aus der Natur oder ein Druck? Das musst du schon selbst entscheiden. Cooler Sound. Dir gefällt das? Die kenne ich noch von dem Live-Konzert, die Band. Seid ihr wahnsinnig? Die Nachbarn beschweren sich. Dein Ernst? Ich habe einen Zettel aufgehängt, dass es heute ein bisschen lauter wird. Ja, aber das Paar von oben drüber ist doch immer so empfindlich. Die kommen vielleicht auch, sind eingeladen. Also alles cool, entspann dich. Prost. 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 Ich hoffe, die Blumen muntern Sebastian ein bisschen auf. Auch wenn er es nicht zeigt, er ist genauso schockiert wie ich. Friedrich weiß doch, wie viel Sebastian mir bedeutet. Er ist zwar mein Vater, aber er hat kein Recht, sich in meine Beziehung einzumischen. Und trotzdem kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er Sebastian was angetan hat. Andererseits, wie viel weiß ich denn über ihn? Ach, da sehen Sie, Luisa. Hallo. Da hätte ich ja noch lange im Garten suchen können. Ich habe leider nicht viel Zeit. Ich möchte gleich noch mal ins Krankenhaus. Ich habe von Herrn Wegeners Schwächeanfall gehört. Wie geht es ihm? Er lebt. Gibt es Probleme? Er hatte keinen Schwächeanfall. Er wurde mit einem Elektroschocker angegriffen. Die Polizei ermittelt bereits. Wussten Sie, dass Friedrich ihm kurz zuvor Geld angeboten hat, damit er mich verlässt? Oh, ist Ihre Frau schon im Bett? Nein, die wollte noch ein Buch lesen. Der Tag war echt anstrengend. Wem sagen Sie das? Übrigens, mein Auszug verzögert sich möglicherweise. Haben Sie sich mit meinem Doktor zerstritten? André, der sture Bock, weigert sich, aus der Scheune auszuziehen. Was vielleicht daran liegen könnte, dass Sie ein bisschen undiplomatisch vorgegangen sind? Ich war ihm sogar bei der Wohnungssuche behilflich. Ja, sage ich doch. Holzhammer. Jedenfalls, solange die Situation nicht eindeutig geklärt ist, da würde ich gerne mein Zimmer hier behalten. Ja, das ist kein Problem. Aber was ich nicht verstehe, ich meine, die Scheune ist doch leicht groß genug für drei. Der Heinemann ist ja schon ausgezogen. Wenn ich André den ganzen Tag um mich haben wollte, wäre ich damals auf seine Avancen eingegangen. Ach, stimmt. Ja, der hat sich mal für Sie interessiert. Das ist dezent umschrieben. Vielleicht ist er ja immer noch entflammt und will deswegen nicht gehen. Er ist einfach nur stur. Stur und bequem. Und wer muss es ausbaden? Aber so eine Dreier-WG könnte doch auch ganz lustig sein, oder? Herr Sonnbichler, wird es Ihnen und Ihrer Frau nicht auch manchmal zu viel mit den ganzen Leuten unter einem Dach? Ach, das kommt ganz auf die Mitbewohner an. Ja, aber nicht alle sind so unkompliziert und fröhlich wie ich. Ja, fröhlich stimmt. Ha? Die Hildegard und ich, wir haben eben gern Leute um uns. Das hält uns jung. Ich meine, hier kann man sich ja auch wunderbar aus dem Weg gehen. Hm? Ihr Haus ist ja riesig im Vergleich zu dieser kleinen Scheune. Luisa hat das alles ziemlich mitgenommen. Hat Sebastian Wegener den Angreifer erkannt? Na, Hauptsache, er wird wieder gesund. Aber dass man Friedrich jetzt verdächtigt. Naja, der kurz vorher einen Streit mit Sebastian Wegener. Was heißt das schon? Jetzt sag bloß nicht, du glaubst das. Nein, natürlich nicht. Ich weiß, Friedrich hat sich schon einiges erlaubt, aber zu sowas wäre er nie fähig. Thank you.
ist nicht dein Ernst. Ist das eine bessere Idee? Du willst sie wirklich erschießen? In Ausnahmesituationen können Menschen Dinge tun, die man ihnen nicht zutraut. Aber dass Friedrich versucht, Luisas Freund umzubringen, nur damit sie ihr Geld behält. Warum mussten Wegener und Luisa der Polizei auch von diesem Streit erzählen? Charlotte, ich bin mir sicher, die Ermittler merken ganz schnell, wie absurd dieser Verdacht ist. Das hoffe ich. Hast dein Wälzer schon ausgelesen? Was ist? Warum schaust du denn so ernst? Als die Luisa heute nach Hause kam, da hat sie mir was erzählt vom Wegner. Geht's ihm schlechter? Nein, der wird schon morgen aus dem Krankenhaus entlassen. Aha, aber? Sie hat gesagt, es war kein Unfall. Sondern? Ein Überfall. Was? Ein Raubüberfall in unserem friedlichen Bichelheim. Wie kommst du jetzt auf einen Raubüberfall? Naja, was soll es denn sonst gewesen sein? Seit die Patricia Dietrich tot ist, hat er doch keine Feinde mehr. Vielleicht wollte jemand mit dem Überfall verhindern, dass die Luisa ihr ganzes Geld weggibt. Du meinst, jemand nimmt seinen Tod in Kauf, damit sie ihr Erbe behält? Illegat, sei mir nicht böse, aber das ist absurd. Du, so absurd ist das gar nicht. Es wird sich immerhin um einen Mordversuch handeln. Ja, und um ein Riesenvermögen. Da sind andere schon für viel weniger Geld umgebracht worden. Tja, dann kann man nur hoffen, dass das Ganze so bald wie möglich aufgeklärt wird. Ich dachte, wir gehen spazieren. Wir hätten genauso gut im Park bleiben können. Wieso? Hier ist doch auch schön. Wohin willst du überhaupt? Zum See. Ohne Badesachen? So, so. Ich will mir die Stelle genauer ansehen, an der Sebastian überfallen wurde. Ich dachte, wir machen uns ein paar gemütliche Stunden. Wir können doch schwimmen gehen, aber danach. Jetzt komm. Du weißt schon, dass du damit Verdacht erregen könntest? Wir wären nicht die Ersten, die nackt im See baden. Ich meinte, dass du überhaupt dort auftauchst. Es heißt doch, ein Verbrecher kehrt immer an den Tatort zurück. Glaubst du, ich hätte den Anschlag verübt? Ja, klar. Sag mal, spinnst du, sowas würde ich nie machen. Und ich dachte schon, du hättest für unseren Plan endlich mal den Hintern hochbekommen. Alina, ich begehe doch keinen Mord. Ja. Nicht mal für so viel Geld. Reg dich ab. Sag mir lieber, was du dort finden willst. Was wohl? Täterspuren? Die Polizei hat doch längst alles abgesucht. Ja, aber auch die kann man was übersehen. Hast du einen konkreten Verdacht, wer diesen Wegener als übergebraten haben könnte? Willst du meiner Mutter sowas zutrauen? Wenn Beatrice es war, finden wir nie im Leben Spuren. Dafür ist sie viel zu schlau. Also, unsere Nachbarn sind entspannter, als ich dachte. Kleiner Tipp, unterschätze niemals deine Mitmenschen. Hey, jetzt lass Nils doch ausschlafen. Das war seine Party, dann kann er ja wohl auch mit Aufräumen helfen, oder? Ganz toll. Kaum ist er hier eingezogen, muss ich kuschen, oder was? Fandest du nicht auch, dass er gestern ein bisschen überentspannt war? Nö. So gewollt jugendlich, krampfhaft versucht, alles richtig zu machen? Nö. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass ihr beiden euch super verstanden habt. Das täuscht. Kann es nicht eher sein, dass du krampfhaft nach irgendwelchen Fehlern bei ihm suchst? Ich finde einfach, dass er nicht in unsere WG passt. Das sehe ich anders. Vielleicht kommen wir ja selber drauf. Ich verstehe einfach nicht, was du gegen ihn hast. Im Grunde genommen habe ich gar nichts gegen ihn. Es ist nur, er könnte der tollste Vater der Welt sein. Ich möchte einfach nicht mit ihm zusammenwohnen.
Weil? Weil ich mein Leben lang mit tollen Eltern zusammen gewohnt habe. Deine beiden Mütter. Ich bin ausgezogen, um auf eigenen Beinen zu stehen. Aber das tust du doch. Ein Vater ist ein Vater. Und seitdem er hier eingezogen ist, fühle ich mich immer wie ein Kind behandelt und nicht wie ein Erwachsener. Gut, das ist natürlich ein Argument. Aber dann musst du noch mal mit Nils sprechen. Ich schaff das schon, dass er alleine auszieht. Ich muss dich auch eigentlich gleich wieder hinlegen. Mir geht's doch schon viel besser. Trotzdem lohnt sich schon, wegen der Nachwirkung. Hey. Was sind die Nachwirkungen? Trotzdem, du bist krankgeschrieben heute, nicht vergessen. Okay, ich ruhe mich aus, aber nur, wenn du meine Krankenschwester spielst im passenden Outfit. Aber im Ernst. Ich bin total froh, dass du das überstanden hast. Frag mich mal. Ich habe meinen Geldbeutel verloren. Der muss irgendwie ins Wasser gefallen sein. Arm, aber glücklich. Ring frei zur nächsten Runde. Herr Wegener, ich wollte Sie gerade im Krankenhaus besuchen. Wolltest du ihm wieder Geld anbieten, damit er mich verlässt? Luisa, ich hatte wirklich nur dein Bestes im Sinn. Ich weiß schon selbst, was für mich das Beste ist. Die Polizei hat sich heute bei mir angekündigt. Aber ich versichere euch, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Es bleibt Ihnen auch nichts anderes übrig, als es abzustreiten. Ich möchte wirklich nur, dass du glücklich bist. Ach ja? Wenn du mit Herrn Wegener zusammen sein und dein Erbe weggeben willst, dann werde ich das akzeptieren. Auf einmal. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Das musst du mir glauben. So, jetzt ist aber Ende im Gelände mit Penn. Ja, sonst verschläft Nils seinen Dienst. Einmal kaltes Wasser? Normi. War nur ein Spaß. Sein Bett ist leer. Er ist getürmt. Morgen. Morgen. Wow, das wäre doch eigentlich mein Job gewesen. Und was genau hat dich daran gehindert? Joggen, 10 Kilometer. Es gibt nichts Besseres als so eine Party. Das hätte euch auch nicht geschadet. Willst du nicht mit uns frühstücken? Ich geh nur kurz duschen. Fangt ohne mich an. Alles klar. Ich hab so gut geschlafen, das Bett ist wirklich super. Jetzt fühlt er sich hier auch noch wohl, oder was? Das kann ja wohl nicht angehen. Es klappt ja richtig gut mit deinem Plan, ihn hier rauszuekeln. Jetzt mal im Ernst, wenn du erwachsen sein willst, rede Klartext. Wegen dieser Sache mit Wegener am See. Charlotte hat mir davon erzählt. Das ist ja unfassbar. Mit einem Elektroschocker, wer macht denn sowas? Für die Polizei bin ich der Hauptverdächtige. Ach, das ist doch völliger Blödsinn. Das würdest du doch nie tun. Davon muss ich nur die Beamten überzeugen. Weiß man denn, wann der Überfall war? Vielleicht hast du ein Alibi. Das ist aber nicht gut. Entschuldige, darf ich mir ein Wasser nehmen? Ich hab schon Kopfweh von der ganzen Aufregung. Hast du vielleicht eine Schmerztablette da? Was ist das denn? Das ist ein Elektroschocker. Wie zum Teufel kommt der hierher? Verstanden, das sind ein paar Herren von der Polizei, die wollen Sie sprechen. Sie durchsuchen gerade im Moment die Wohnung und wollen dann auch ins Büro. Danke, Herr Sonnendichler.
Jetzt hast du ein Problem. Das war ein totaler Reinfall. Nie wieder gehe ich in Pöms über eine Wiese. Das nächste Mal kaufst du mir Wanderschuhe. Ich bin jetzt genauso schlau wie vorher. Verdammter Mist! Klingt so, als hättest du tatsächlich gehofft, deine Mutter zu überführen. Was würdest du tun, wenn Beatrice es wirklich gewesen wäre? Ihr klarmachen, dass es Grenzen gibt. Beatrice hat andere Mittel, um Leute ruhig zu stellen. Was meinst du damit? Okay, kleine Geschichte aus dem Knast. Ich wurde dort regelmäßig von einer Schließerin belästigt. Die Alte war echt scharf auf mich. Beatrice hat das mitbekommen. Ein paar Tage später hat man bei der Schließerin Drogen gefunden. Und schwupps war sie vom Dienst suspendiert. Du meinst, meine Mutter steckt dahinter? Ich weiß es. Auch wenn es nie nachgewiesen werden konnte. Echt? Also, wenn deine Mutter jemand loswerden will, schafft sie das mit eleganteren Methoden, als jemand abzumurksen. Immer noch nicht beruhigt? Also gut. Dann mein Spezialrezept. Du musst das Ding verschwinden lassen. Friedrich, aufwachen. Die Polizei ist gleich da. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Aber du hast die Tatwaffe. Ich übergebe sie der Polizei. Ja, dann kannst du auch gleich ein Geständnis ablegen. Ich bin unschuldig. Das wissen wir beide. Ab jetzt sind deine Fingerabdrücke auf dem Ding. Ja, das kannst du dir sparen. Der Elektroschocker ist in deinem Büro. Du hast ein Motiv und kein Alibi. Zähl eins und eins zusammen. Schmeiß rein. Schnell. Ja, bitte. Guten Tag. Grüß Gott, Herr Stahl. Herr Stahl, ich kümmere mich dann um die Zimmer, ja? Meine Herren, was kann ich für Sie tun? Vielen Dank. Dann sehen wir uns morgen zum Aquagym. Prima. Tschüss. Und? Blut geleckt? Dieses Rumgestochere ist nichts für mich. Wir finden was anderes für dich. Ja, lass mal, danke. Ich wollte mich noch ein bisschen ablenken. Angeblich soll Sport ja da helfen. Hat aber nicht funktioniert, deinem Gesicht nach zu urteilen. Immer noch die Wohnsituation? Diese Wohnung ist mein Zuhause. Ich habe da auch gern gewohnt. Siehst du? Aber trotzdem, für mich war es ein Glücksfall auszuziehen. Ich wohne jetzt mit meinem Sohn zusammen. Wir können uns näher kommen. Und hat dich dein Filius mit offenen Armen empfangen? Mhm. Das finde ich toll. In jeder Krise steckt eine Chance. Vielleicht auch für dich. Ich lasse mich von niemand aus der Wohnung vertreiben. Weder von dieser Sängerin noch von sonst irgendjemand. Ich verstehe dich ja. Aber? Es gibt auch Wichtigeres im Leben als die Frage, wo du wohnst, oder? Zum Beispiel? Deine Freundschaft zu Michael. Willst du die aufs Spiel setzen? Ich fühle mich an die schlimmsten Zeiten mit Barbara von Heidenberg und Patricia Dietrich erinnert. Glaubst du, mir passt es, dass die Polizei unsere Wohnung auf den Kopf stellt? Sie dachten allen Ernstes, sie finden hier die Tatwaffe. Das weiß ich. Ich habe denen erklärt, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe. Und haben sie dir geglaubt? Tja, wundert dich das? Nachdem du Sebastian Wegner sogar Geld angeboten hast, damit er den Fürstenhof verlässt. Mein Gott, ja, ich wollte ihn loswerden, aber doch nicht so. Das war ein Versuch, das Problem zu lösen.
Ich dachte, du hättest aus deinen Fehlern gelernt. Glaubst du ernsthaft, ich würde zum Elektroschocker greifen? Was ich glaube, ist völlig irrelevant. Das Wichtigste ist, was die Polizei denkt. Mir ist es aber nicht egal, ob du mir einen Mordversuch zutraust. Und mir ist nicht egal, dass du hinter meinem Rücken schon wieder irgendwelche idiotischen Aktionen startest. Oh, Entschuldigung, ich habe nur das hier liegen gelassen und wollte es nur kurz holen. Haben Sie gestritten? Ich habe mal gelesen, dass man sich ausziehen soll, wenn man sich streitet, weil man dann behutsamer miteinander umgeht. Haben Sie gelesen? Ja. Wo kaufen Sie Ihre Lektüre? Im Sexshop? Entschuldigen Sie, ich wollte ja nur das hier holen. Eine tolle Idee. Großer Sporttag heute, hm? Erst Nordic Walking und jetzt lassen Sie die Kugeln rollen. Ja, das hilft mir beim Nachdenken. Wenn es wenigstens irgendwas bringen würde. Ein berühmter Mann hat mal gesagt, wenn man glücklich ist, sollte man nicht noch glücklicher sein wollen. André, Michael leidet wirklich sehr unter der ganzen Situation. Sport kann ich da nicht empfehlen. Wir müssen eine Lösung finden. Wenn Sie sagen wir, meinen Sie doch mich. Ich meine, wir brauchen einen Kompromiss. Oh, das ist schwierig. Ihr wollt, dass ich aus der Wohnung rausziehe und ich will bleiben. Angenommen, Sie würden heiraten. Wen denn? Das ist rein hypothetisch. Angenommen, eine Frau würde sich ihrer erbarmen. Würden Sie dann Ihr junges Glück gleich teilen wollen? Es wäre mir ein Vergnügen. André. Was wollen Sie mit Ihrer Sturheit eigentlich erreichen, hä? Wollen Sie uns unsere Beziehung vermiesen? Mir geht es einzig und allein um die Wohnung. Dann schlagen Sie doch was vor, hä? Was sollen wir machen? Vielleicht eine Münze werfen? Ist doch gar nicht so blöd. Darauf lässt sich doch aufbauen. Wie wäre es mit einem Billardspiel? Wer verliert, zieht aus. Hast du noch was? Was zu trinken? Kommt. Sofort. Ach, so ein Überfall hat auch was Gutes. Du bist ein Fuchs. Bitte. Danke. Aber im Ernst. Ich hoffe, die schnappen den Typen schnell. Was ist denn, wenn er es nochmal probiert? Kennst du den Spruch mit dem Unkraut? Nicht das erste Attentat, was ich überlebe. Du meinst Patricia? Ja, und die war eine richtige Teufelin und ich lebe immer noch. Aber der Gedanke, dass da jemand draußen umherläuft, der dich beseitigen will. Stopp, 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 stopp. Was? Ich verwandle Sorge in ein Lächeln. Funktioniert. Aua, aua. Au. Alles gut? Tut's weh? Ja. Hier? Ja. Ich hab da was. Hier. Eine selbstgemachte Wundercreme. Aber ich hoffe nicht die du Pollux angeschmiert hast. Nee. Viel besser. Das ist mit Ingwer und die hilft auf jeden Fall. Ah ja. Das ist gut. Ja, dafür hat sich's gelohnt. Gedanke, dass Friedi Stahl nackt durch unsere Wohnung läuft. Oh Gott. Wahrscheinlich sind die beiden sowieso viel zu verklemmt, das durchzuziehen. Aber ich bin mir sicher, sie wären dann netter zueinander. Naja. Die beiden sind verheiratet. Und so wie die sich streiten, das ist wirklich nicht mehr schön. Ja, manchmal, da traue ich mich schon gar nicht mehr ins Wohnzimmer zu gehen. Ach.
Vielleicht würde es ja schon helfen, wenn Sie sich beim Streiten so an den Händen anfassen würden. Poppy! Ja, meinst du, ich sollte da mal nachhaken? Also ich finde, wir sollten uns da raushalten und froh sein, dass wir solche Probleme nicht haben. Aber wir wohnen doch zusammen. Außerdem mag ich die beiden. Also Sie jedenfalls. Ja. Und ich kann es wirklich nicht weiter ansehen, wie die beiden sich gegenseitig das Leben schwer machen. Was willst du denn tun? Irgendetwas finden, was sie wieder näher zueinander bringt. Meine Frau, die Paartherapeutin. Wir sperren sie in den Weinkeller. Ach. Eine Kutschfahrt. Ja. Spannen Friedrich Stahl das Esel davor. Werner. Ach. Ein romantisches Dinner. Ja, vielleicht wäre das das Beste für den Anfang, oder? Eigentlich liegt es mir fern, etwas für die Beziehung von Charlotte und Friedrich Stahl zu tun. Dann lass mich mal machen. Und wir haben doch am Ende alle was davon. Wenn die beiden glücklich sind, dann ist auch wieder die Stimmung in der Wohnung besser. Ach, Poppili. Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich glatt erfinden. Du spielst wirklich gut. Ich habe ja auch meine Kindheit und Jugend auf dem Tennisplatz verbracht. Und von den großen Turnieren dieser Welt geträumt. War ein Fehler. Wieso? Weil die Aussichten, ganz an die Spitze zu kommen, in so ziemlich jeder anderen Branche realistischer sind. Ich könnte jetzt eine erfolgreiche Managerin sein, oder? Gehirnchirurgin. Glaubst du nicht? Doch, du bist clever und skrupellos. Vielleicht ein bisschen zu skrupellos. Sei nicht so ein Weichei. Warum bist du überhaupt hier? Ich wollte dir beim Spielen zusehen, in deinem kurzen Röckchen. Komm zum Punkt, sonst spiele ich weiter. Wir müssen stärker auf die Tube drücken, bevor die Bucklige ernst macht. Was du nicht sagst, heißt konkret? Ich werde früher einen Heiratsantrag machen als geplant. Bin gespannt, was du dir einfallen lässt. Originell muss er sein, aber auch eine Spur unentschieden. Damit du mir unterstellen kannst, ich wäre noch heimlich in Luisa verliebt. Und ich mich dann vor lauter Enttäuschung auf Sebastian Wegener stürze. Ihn verführe. Und Luisa ihre Kohle behält. Wie er sich wohl im Bett macht. Wo er doch so gut zaubern kann. Ich kann besser zaubern. Tja, das war's dann wohl mit unserer süßen Affäre. Sagt wer? Die ständige Gefahr, erwischt zu werden? Ich bin noch lange nicht mit dir fertig. Ach, wirklich? Oh ja. Bisschen Verpflegung für unterwegs. Sie haben ja eine lange Heimreise. Auf Wiedersehen und eine gute Fahrt wünschen. Wiedersehen, schönen Dank. Ach, Sie wissen schon, dass Ihr Dienst längst begonnen hat, oder? Entschuldigung, ich war gerade noch bei meinen Bienen. Toll. Vor meiner ersten Ernte. Für mich? Weil Sie immer so geduldig mit mir sind. Das ist ja nett, vielen Dank. Gern. Ah, für dich habe ich auch eins. Das ist ja lieb, danke. Als kleines Dankeschön, weil du für mich die Honigschleuder repariert hast. Ach. Und, gehen wir ins Kino heute Abend? Verstehe, du willst deine Ruhe haben. Nö, wir können gern mal bei Gelegenheit ins Kino gehen. Ja, klar, machen wir. Also, bis später. Warte mal, ich find's ja super nett von dir, wie sehr du dich um ein gutes Verhältnis zu mir bemühst. Ach, du bist mein Sohn. Ja, ich habe aber noch ein Problem. Schieß los, wie kann ich helfen? Mir wäre es lieber, wenn du bei Tina und mir ausziehen würdest. Und?
Wie ist das Gespräch bei der Polizei verlaufen? Die glauben mir nicht. Aber sie können mir nichts nachweisen ohne die Tatwaffe. Ich frage mich immer noch, wie dieser Elektroschocker in mein Büro gekommen ist. Soll ich mich mal umhören? Diskret, versteht sich. Was hast du mit dem Ding gemacht? Besser, du weißt es nicht. Ohne deine Hilfe säße ich jetzt wahrscheinlich in U-Haft. Ich kann auch nicht zulassen, dass du für irgendwas bestraft wirst, das du gar nicht getan hast. Nicht alle in meiner Familie sind so von meiner Unschuld überzeugt. Luisa ist logischerweise auf der Seite ihres Freundes. Nicht nur sie. Wie jetzt? Charlotte glaubt dir auch nicht? Friedrich, ich habe eine ganz gute Menschenkenntnis. Und ich spüre, dass du ein aufrichtiger Mann bist. Und wenn du nicht mit meiner Schwester verheiratet wärst, dann... Dann? Es gibt noch eine andere Person, der ich das Attentat zutraue. Sag jetzt bitte nicht Beatrice. Das hätte ins Auge gehen können. Was machst du da? Irgendjemand muss doch diesen Wahnsinn stoppen und Wegener ausschalten, bevor Luisa ihr gesamtes Vermögen in Afrika verteilt. Und da ist Mord ja immer die schnellste und einfachste Lösung. Du tust gerade so, als würde ich dich ständig kritisieren. Ist das nicht so? Du hast keine Ahnung, wie sich das anfühlt, jemanden auf dem Gewissen zu haben. Sowas will ich nie wieder erleben. Ich bin raus. Du